Herzlich willkommen bei der Wärmeversorgung der Stadt Salzburg. Mein Name ist Sebastian Schuller und ich bin seit 2008 Mitarbeiter der Salzburg AG und darf die Abteilung Wärmeversorgung und thermische Erzeugung leiten. Wie der Name schon sagt, dürfen wir die Stadt Salzburg mit Wärme versorgen. Der Vorteil an der Fernwärme liegt darin, dass das warme Wasser effizient und klimaschonend in Großkraftwerken erzeugt wird und nicht in jedem einzelnen Haushalt. Somit auch für den Kunden ein Riesenvorteil, dass dieser die Wärme nicht selber produzieren muss und ein Sorglospaket von uns bekommt. Unsere Mitarbeiter arbeiten verteilt über die Stadt vom Norden im Heizkraftwerk Nord oder hier am Standort im Heizkraftwerk Mitte bis hin zum Westen im Biomasseheizkraftwerk Sitzenheim und auch im Süden, wo wir Abwärme von einem Industriebetrieb für die Fernwärme bekommen. Ich bin der Bernhard Ziegler. Ich bin jetzt fast 10 Jahre da im Heizkraftwerk Sitzenheim bei der Salzburg AG und bin da Kraftwerkstechniker. Bei den Hackschnitzeln kommen über den Laufe des Tages Anlieferungen in der ganzen Region, Salzburg Umgebung, Bayern. Die werden verwogen, der Brennstoff wird beprobt, analysiert. Das Ganze wird dann in der Software eingescannt, am nächsten Tag ausgewertet, rückgewogen wieder. Bei den täglichen Rundgängen haben wir auch eine Betriebsaufzeichnung, die was inzwischen auch schon am Handy digital funktioniert, wo wir alle Parameter und Werte, was wir vor Ort eben aufschreiben, digital erfassen. Das Schöne an meinem Job ist die Abwechslung und das selbstständige Arbeiten. Das Berufsspektrum unserer Mitarbeiter ist sehr breit. Wir haben auf der einen Seite vom Kraftwerksoperator, der die Kraftwerke, die Anlagen steuert in der zentralen Warte, bis hin zum Kraftwerkschemiker, der sich um die Wasserchemie im Kraftwerk kümmert, oder auch die Betriebswerkstätte, wo wir Elektriker, Maschinenschlosser und Leittechniker sitzen haben, die sich um das ganze Kraftwerk, um den Betrieb der Anlage kümmern. Wir hier bei der Wärmeversorgung benötigen sowohl Mitarbeiter mit einem Lehrabschluss oder einer Meisterprüfung, als auch mit einem Matura oder einem Uni-Abschluss. Hallo, ich bin der Bert Stangl, bin seit 15 Jahren im Unternehmen, habe in der Salzburg AG mit einer Lehre als Maschinenbautechniker begonnen, habe dann nebenbei Schule gemacht, also Matura und dann die FH und bin jetzt seit 2014 im Bereich der Fernwärme und ich bin zuständig für Rohrleitungsthemen strategisch und technisch. Ja, tägliche Arbeiten ist einerseits Materialausschussthemen, das heißt, welche Materialien nehmen wir her, dass wir ein langlebiges und sehr versorgungssicheres Netz haben. Dann welche Leitungen kehren erneuert. Wir haben ein sehr gutes Netz, aber trotzdem auch altes Netz. Älteste Leitungen sind aus 1956, wo man halt auch schon in die Erneuerung gehen muss und da natürlich optimiert schauen muss, welche sind am besten zum jetzt zum Auswechseln. Ich mache dort die Abstimmung mit den Kollegen aus anderen Sparten, dass wir natürlich auch Straßen nicht dreimal angreifen, sondern dass man Sparten integriert, sozusagen alle Sparten der Salzburg AG da mit berücksichtigt. Das Coole an meinem Job ist im Endeffekt, dass man schaut, dass wir Versorgungssicherheit sind, dass wir die Kunden versorgen und dass man eigentlich weiß, für was man es macht, dass die Leute warm ist, warmes Wasser haben und dass die Leute nicht kalt ist. Wir hier bei der Wärmeversorgung suchen Mitarbeiter, die technikaffin sind, vor allem motiviert und Freude daran haben, mit uns Salzburg mit Wärme zu versorgen. Wenn Sie Interesse an einem Job beim Greentech-Unternehmen Salzburg AG haben, bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.